Hallo und willkommen zum nächsten Tutorial, liebe Freunde. Dieses Mal wollen wir uns mit dem Float-Parameter beschäftigen. Was ist das oder was tut er? Natürlich ist es so, wir haben ja oft, das kennt ihr ja sicher bei Homepages, wo man einen Text hat und dann ist auf einmal auf der rechten Seite zum Beispiel ein Bild neben dem Text, ja? Oder auf der linken Seite und man hat eben rechts davon den Text. Und genau sowas kann man mit dem Float-Parameter in CSS darstellen. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel, ich möchte dieses Bild hier mit den Ben Jerry Sorten, möchte ich neben, links oder rechts neben diesem Text stehen haben, ja? Das bauen wir jetzt mal. Also, zunächst mal würde ich sagen, wir entfernen erstmal, was wir hier hatten schon im Style, ach so, ja, bevor ich es vergesse, klar, ich hatte ja was versprochen, und zwar, dass ich entsprechend, warum dieses Active nicht funktioniert hat. Also, folgendes, und zwar wegen dem Hover. Das Hover hat es gestört, das heißt, wenn wir das Hover entfernen würden, das speichern würden, und ich euch das jetzt zeige, dann seht ihr, dass wenn ich da draufklicke, entsprechend ohne, also, nur draufklicke, ohne loszulassen, ohne den Link auszuführen, seht ihr, dass das Active ist, eben sich schwarz verfärben würde. Also das ist das, was vorher nicht geklappt hat. Jetzt geht's auf jeden Fall. So. Gut, jetzt zurück zu unseren Bildern. Also, zunächst mal möchte ich diese orangene Linie hier wieder entfernen, weil die stört dabei. Ja? Das heißt, was ich mache ist, ich nehme direkt mal hier, was ja innen war ja unsere orange Linie, hier seht ihr es. Border to Pelix Solid. Und die Margin, das nehme ich einfach mal raus. Hier, ja? So. Lass das innen mal offen. Weil das... So. Und gehen jetzt mal hier rein. Und jetzt sieht das Ganze so aus. So, und jetzt möchte ich einen Text haben. Ich möchte einen Text... ein Bild haben, wollte ich sagen. Ich möchte dieses Bild hier links bzw. rechts neben dem Text haben. Wie mache ich das? So. Also, zunächst mal müssen wir das Bild ja in unsere Div einfügen. Das heißt, wir haben ja immer noch hier unsere Innenklasse, wo eben zuvor dieser orangene Rand lediglich da war. In diese Innenklasse wollen wir jetzt erstmal das Bild einfügen. Das heißt, hier schließt sich ja diese Innenklasse. Das heißt, ich kopiere das mal hier aus. So. Und mache das hier zu. So. Und in unserer Innenklasse fügen wir jetzt ein Bild ein. Das kennen wir ja schon. Wie machen wir das? Ich mache einen Tag auf und schreibe rein Image. Ja? Also für Bild. Die Source ist gleich. Und hier wähle ich jetzt mein Ben & Jerry's Bild. Auch hier kann ich das wieder so nehmen, weil ich eben das direkt im gleichen Folder habe. Das heißt, es ist auch auf dem Desktop gespeichert, das Bild. Also findet er es auch sofort. Das heißt, nochmal, Best Practices ist immer, dass ihr das Bild auch entsprechend im gleichen Ordner habt wie eure CSS- bzw. HTML-Datei in dem Fall. Ja? So, haben wir die Quelle ausgewählt und ich lege direkt hier noch vielleicht eine Größe fest. Ja? Also ich sage, ich hätte das gern angepasst mit einer Breite von 150 Pixel und einer Höhe von 50 Pixel zum Beispiel. Muss mal schauen, wie das aussieht. Speichern das auf jeden Fall. Jetzt erstmal so. Gut. Ja, natürlich müssen wir das Image-Tag noch schließen. So. Also so sieht das aus. Vielleicht mal um es ein bisschen... hier, damit man es auch ein bisschen besser erkennt. Ja. So. Okay. Ja. So. So. So, Bild wurde erkannt. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, jetzt seht ihr, dass das Bild ist zwar drin, aber es ist eben direkt oben drüber eingefügt. Klar, weil das ist eben ein Div, ja. Wir haben ja hier nicht festgelegt, wie das Bild angezeigt werden soll. Und so wollen wir es natürlich nicht haben, sondern wir wollen es anders haben. Und ich sehe auch, das ist ein bisschen zu lang geworden, oder? Ja, also wir müssen das noch ein bisschen, ja, die Höhe anpassen. Also ich sag mal Höhe 100 vielleicht. Schauen wir uns das direkt mal an. Das ist mal so ein bisschen ausprobieren. Da müsst ihr selbst immer schauen, wie das die Bilder entsprechend passen. So, und das ist schon wieder zu viel, ja. Also nehmen wir doch mal die goldene Mitte zwischen 50 und 100. Das sind dann 75. So, speichern das mal und schauen uns das jetzt an. Okay, passt. Und jetzt möchten wir, wie gesagt, unseren Text vielleicht links haben und dieses Bild rechts. Wie machen wir das? Ganz einfach, wir nehmen den Float-Parameter.
Und wir müssen natürlich unser Bild ansprechen. Und unser Bild ist ja Teil dieser Klasse innen, dieses Divs entsprechend. Also können wir auch direkt das Div ansprechen. Und deshalb habe ich es vorhin auch nicht rausgelöscht, sondern wir haben ja noch unser innen, unsere Klasse innen hier, unser Div. Also der Klassenname ist ja innen. Und hier können wir jetzt einfach angeben, float. Ja? Float. Und jetzt sagen wir einfach right. Ja? Also rechts hätten wir gerne den Float. Speichern das. Und schauen uns das an. Aktualisieren das. Und sehen jetzt hier entsprechend, dass unser Bild rechts vom Text angeordnet wurde. Und warum passt jetzt der blaue Rand nicht? Das ist natürlich so, weil wir müssen uns mal anschauen, wie wir den formatiert haben. So, außen Border to Pixels Blue sozusagen. Wir haben den also nur für den Text festgelegt, ja? Weil wir den ja nur für außen festgelegt haben, aber eben nicht für unseren Float hier entsprechend, ja? Beziehungsweise für unsere innere Klasse. Das heißt, wenn wir noch zurückschauen, der Text ist natürlich vollständig auch umrandet, wie es sein sollte. Der Float hier in dem Fall nicht, ja? Das können wir festlegen. Wir könnten hier zum Beispiel auch einfach eine Padding noch zusätzlich festlegen und schon würden wir die reinbekommen. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Gibt natürlich auch noch andere, ja? Es ist eben auch, das ist ja das Tolle, es gibt nicht immer nur einen richtigen Weg oder nicht nur einen Weg zur Lösung. Hier in dem Fall sage ich jetzt einfach mal, ich mache die Padding jetzt entsprechend hier ein bisschen größer. Ich nehme hier nochmal, weiß ich nicht, 30 Pixel oder sowas hier mit rein, ne? Also 20 Pixel, je nachdem. Schreibe also hier, wo haben wir es denn? Außen hier, nehme hier noch ein Padding mit rein. Padding. Und nehme hier 20 Pixel, 20 Pixel, 20 Pixel, 20 Pixel. So. Speichere das Ganze mal. Schauen wir das jetzt nochmal an. Wie sieht das jetzt aus? Ah, okay. Das Bild ist auf jeden Fall schon mal drin. Ja. Das ist also jeweils eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit eben, die ich noch zeigen wollte, war, ist jetzt auch eigentlich selbsterklärend. Wenn ihr das natürlich auf der anderen Seite haben wollt, müsstet ihr den Float eben entsprechend anders ausrichten. Einfach mal Left eingeben. Speichern das auch wieder. Steuerung S und aktualisieren und sehen dann entsprechend, dass das Bild hier links ist. Jetzt seht ihr hier, dass hier kein Abstand ist zwischen Text und Bild. Um den natürlich hinzubekommen, auch gar kein Problem. Wir müssten einfach nur entsprechend hier eine Margin könnten wir hier vergeben. Ja? Wir müssten einfach nur sagen, okay, wir haben ja hier unseren Div, das ist, in dem Div ist im Moment nur dieses Bild drin. Wir möchten, dass von diesem Bild entsprechend ein Abstand ist zu dem Text, also zum zweiten, könnten wir einfach hier machen. Gehen also in unser Innen rein und sagen hier, wir hätten gerne eine Margin und die muss ja auf der, wir brauchen ja keine komplette Margin in dem Fall, wir brauchen ja bloß eine Margin auf der rechten Seite. Ja? Also müssen wir einfach nur hier eingeben, wo war's? Schon zu übersichtlich hier überall, Innen, hier Margin minus Right und sagen hier einfach mal 10 Pixel. Speichern das Ganze, schauen uns das wieder an und sehen jetzt hier, dass wir hier einen Abstand haben. Ja? Gut, das jetzt mal als Einführung zum Float. Ich hoffe, wie gesagt, wie immer, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr weiterhin dabei bleibt und freue mich auf die nächsten Videos mit euch zusammen. Viel Spaß bis dahin, macht's gut.